Rund 50 Tage vor dem Startschuss der Olympischen Spiele war das Lise Prokop Memorial eine wichtige Standortbestimmung für Österreichs Leichtathleten. Diskuswerfer Lukas Weiß-Heidinger konnte seine Topform in St. Pölten einmal mehr unter Beweis stellen. Wenn es in Tokio schon morgen um Gold, Silber und Bronze ginge, Lukas Weiß-Heidinger wäre bereit. Der Oberösterreicher ist seit Wochen in bestechender Form. Nach seinem Galawurf in Eisenstadt auf 68,40 Meter ist er auch in St. Pölten nicht zu schlagen. Zweimal wirft Weiß-Heidinger über die 67-Meter-Marke. Im letzten Versuch wäre sogar der österreichische Rekord gefallen, hätte er nicht ein paar Zentimeter übertreten. Man muss immer einen Vorplan haben und den haben wir heute sogar mehr als übertroffen, weil ich geglaubt habe, ich fange mal mit 63 Meter an und dann schaue mir, dass ich mich langsam steigern und dann ist der erste gleich 67. Heute wird es aber schwierig mit dem Steigern, aber trotzdem nur funktioniert. Also so Wettkämpfe, von denen kann man wirklich nur träumen, weil die machen einfach Spaß und die gehen einfach dahin. Was nehmen Sie mit von St. Pölten für die nächsten Auftritte? Extrem viel Selbstvertrauen. Ich habe mit Eisenstadt schon super in die Saison gestartet und dann Linz und heute St. Pölten. Also, Ich habe das Gefühl, ich kriege über die Wettkämpfe jetzt immer breitere Brust. Nicht ganz so viel Selbstvertrauen nimmt Ivona Dadic von ihrem Heimmeeting mit. Österreichs Parademehrkämpferin feiert in St. Pölten mit dem Kugelstoßen ihren Saisonstart. Dadic bleibt mit 13,34 Metern deutlich hinter ihrer Bestleistung, nimmt es mit Blick Richtung Olympia aber gelassen. Das ist einmal ein Anfang. Der erste Schritt ist getan in der Olympiasaison. Mit der Leistung selbst bin ich jetzt noch nicht ganz zufrieden. Aber dazu sind diese Wettkämpfe hier, dass man ein gutes Gefühl aufbaut. Und ich werde einfach die nächsten Wettkämpfe, die jetzt dann kommen, einfach nutzen, um ein noch besseres Gefühl aufzubauen in Richtung Olympia. Keine 50 Tage vor dem Startschuss beginnt bei Dadic langsam das erste Kribbeln. In knapp 6 Wochen fliegen wir dann. Nach Tokio. Thema ist es jetzt natürlich mehr als je, weil jetzt ist es dann wirklich soweit. Aber ich freue mich, es ist was Positives. Also alles jetzt rund um die Spiele verbinde ich mit Positiven und freue mich einfach, wenn es dann wirklich losgeht. Auch Beate Schrott darf sich in ihrer letzten Saison noch Hoffnungen auf ein Olympiaticket machen. Die Lokalmatadorin sorgt in St. Pölten für den ganz großen emotionalen Moment. Bei ihrem letzten Heimmeeting verabschiedet sie sich als Zweite und in starken 13,05 Sekunden von ihren Fans nach mehr als 10 Jahren Lise Prokop Memorial. Es ist wirklich extrem emotional. Das ist das letzte Mal, dass ich da in St. Pölten laufe. Meine ganze Karriere hat in St. Pölten begonnen. Von Tag 1 war ich bei der Union St. Pölten und heute nochmal da laufen zu können, hat mir wahrscheinlich genauso viel bedeutet wie das Olympia-Finale. Ich habe wirklich beim Aufwärmen aufpassen müssen, dass ich nicht schon zu früh emotional werde. Und ich bin froh, dass es mir gelungen ist, dass ich erst nach dem Finale dann ein paar Tränen vergossen habe. Einer der ganz großen Höhepunkte ist der Hochsprung der Männer und das hat vor allem mit ihm hier zu tun. Jamal Wilson, Weltklasse-Athlet von den Bahamas, er liefert in St. Pölten nicht nur überragende Sprünge ab, er sorgt auch für die nötige Show. Mit 2,21 Metern gewinnt Wilson überlegen, bester Österreicher wird der erst 19-jährige Lionel Strasser mit 2,12 Metern als Dritter. Starke Leistungen der heimischen Elite gibt es auch über die 100 Meter. Bei den Damen landen Österreichs derzeit beste Sprinterinnen Ina Hoema und Magdalena Lindner hinter der Weißrussin Tsimanouskaya auf den Plätzen 2 und 3. Beide unterbieten ihre persönliche Bestleistung deutlich. Bei den Männern ist Ex-Weltmeister Ramil Guliyev in 10,23 der Schnellste. Der Türke wird wegen eines Fehlstarts aber disqualifiziert. Und so geht der Sieger an den Tschechen Zdeněk Stromžik. Markus Fuchs wird in 10,48 Zweiter und ist zufrieden. Ebenso wie viele andere Athleten, für die St. Pölten heuer ein wichtiger Schritt auf dem Weg nach Tokio war.